Adolf Hitler in Niedersachsen und dieses Mal geht es nach St. Justergroden. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge über Adolf Hitler in Niedersachsen. Am 23. Mai 1932 hat Herr Hitler wieder in schöne Aussichten in Hohumersiel übernachtet und ist dann nach St. Justergroden gefahren. Wo liegt das? Wenn man jetzt vom Namen ausgeht, hätte ich schon fast auf Bayern oder Österreich getippt. Ich oute mich da jetzt mal. Nein, es liegt tatsächlich im Wangerland. Und dort hat Herr Hitler einem ehemaligen Bekannten einen Besuch abgestattet. Und das war das, was mich besonders interessiert hat, denn ich habe mich gefragt, warum besucht Herr Hitler einen Bauernhof, nämlich den Bauer Lühring, was ein Marschhof ist. Und den Herrn kannte er schon aus der vorherigen Zeit. Das ist der Hof, von dem ich euch erzählt habe, von Herrn Lühring. Der ist allerdings nicht mehr Eigentümer von dem Marschhof. Noch heute erzählt man sich übrigens sehr gerne die Geschichte, dass am 23. Mai ja Herr Hitler Herrn Lühring besucht hat und auf dem Weg dorthin, auf dem schlechten Weg bzw. Straße mit dem Auto hängen geblieben ist. Es ging erstmal nicht mehr weiter und daraufhin soll Herr Hitler gesagt haben, dass er sich jetzt um eine neue Straße kümmert. Es ist eine neue Straße gekommen. Allerdings, ob es aufgrund dessen passiert ist, das wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Das war es erst einmal mit Adolf Hitler in St. Justergroden. Es soll noch Bilder geben von der ganzen Geschichte. Ich bemühe mich darum, da was zu bekommen. Ansonsten sage ich danke fürs Einschalten. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid und dass ihr mir einen Daumen in nördlicher Richtung gebt. Bis dahin, danke und tschüss.